Muskeln gelten als attraktiv. Aber was macht uns wirklich stark? Zu richtigem Muskeltraining gibt es unzählige Ratschläge. Nicht immer ist da was dran. In der Quarks Mythenbox fragen wir, wahr oder falsch? Bei Muskelkater ist Wärmen besser als Kühlen. Die Muskeln merken sich alles. Wer viele Muskeln will, braucht viel Eiweiß. Viel über Muskeln hier heute. Das ist definitiv richtig. Ich sage, es ist falsch. Ich habe gar keine Muskeln. Quarks fragt und bekommt Antworten. Und es gibt Fakten über 5 gängige Mythen. Wer pausenlos trainiert, kriegt mehr Muskeln. Wahr oder falsch? Ich würde sagen, ja, es ist richtig. Was sagt ihr? Ich würde mal sagen, falsch. Ich sage auch falsch. Ich glaube, wenn du so irgendwie 10 Stunden am Stück trainierst, ist das, glaube ich, auch, dann reißen, glaube ich, irgendwann die Muskeln. Also ich sag mal, falsch. Ja, wenn ich immer weitermache, bin ich ja voll im kaputt. Ja. Ich bin ja eigentlich voll im Arsch, ich habe eigentlich gar keine Kraft mehr. Ich mache trotzdem weiter, dann übersäuere ich meine Muskeln. Immer unterschiedlich trainieren, genau, also ja. Mal Beine, mal die Arme. Ja, weil du sonst strapazierst ja auch den Muskelaufbau. Der ist ja dann total überarbeitet, so zu sehen. Ich habe halt die Beine halt trainiert, ne, an der Beinpresse. 3 Tage lang konstant, immer wieder mit mehr Gewicht. Ja, und dann ist mir die Kniescheibe halt rausgesprungen. Unterschiedliche Erlebnisse und Meinungen. Doch führt pausenloses Training wirklich zu mehr Muskeln? Zeit für die Fakten. Richtig ist, wer seine Muskeln belastet, wird auch stärker. Doch der Muskel selbst wird dabei zunächst nicht dicker. Der Muskel besteht aus Muskelfasern, die in Faserbündeln liegen. Muskelkraft hängt nicht nur von der Menge der Muskelfasern ab, sondern davon, wie diese Fasern zusammenarbeiten. Und das wird vom Gehirn gesteuert. Mit wiederholter Belastung lernt das Gehirn, alle Fasern nicht nur häufiger, sondern auch gleichzeitig zu aktivieren. Bis irgendwann alle Fasern koordiniert beteiligt sind. Ach krass, voll die Zusammenarbeit. Ja, ne? Dadurch nimmt die Kraft zwar zu, aber der Muskel wird nicht dicker. Stimmt, so war's bei mir. Erst wenn unermüdlich trainiert wird, verändert sich der Muskel. Dann werden die sogenannten Satellitenzellen aktiv. Diese Reparaturzellen regen die Muskeln an, mehr Muskeleiweiß aufzubauen. Und dadurch steigt der Faserdurchmesser. Der Muskel wird dicker. Viel hilft also tatsächlich viel. Aber das gilt vor allem für die Intensität der Belastung. Die Reparaturzellen arbeiten vor allem in den Pausen, den Erholungsphasen. Je nach Trainingszustand müssen sie mehr oder weniger reparieren. Deshalb sollen Anfänger auch nur jeden 2. Tag Sport treiben. Wer anfangs jeden Tag trainieren will, sollte die Muskelgruppen im Wechsel belasten. Mal Oberkörper, mal Beine. So können die anderen Muskeln pausieren. Und je stärker die Belastung, umso länger die Pause. Genau. Weißt Bescheid, ne? Und deshalb bringt pausenloses Training nicht mehr Muskeln. Der Spruch ist falsch. Na, guck mal, wir sind doch richtig gut. Ja, also haben wir richtig. Ja, perfekt. Ja. Viele der 20 Befragten wussten, dass es falsch ist, die Muskeln ohne Pause zu trainieren. 95%. Was ist mit Mythos Nummer 2? Schwitzen ist ein Zeichen für schlechte Kondition. Nee. Auf keinen Fall. Ich kenne das so, dass Schwitzen eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass der Körper halt arbeitet und die Wärme quasi abträgt. Also Supersportler schwitzen ja auch. Ja, also das genau. Und hat der Usain Bolt, als er gelaufen ist, hat er auch bestimmt geschwitzt. Das hat nichts mit seiner Kondition zu tun. Also bei mir fängt es relativ früh an. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schneller fange ich an zu schwitzen tatsächlich. Ja. Wenn man sich halt bewegt, entsteht Reibung und durch Reibung entsteht Hitze und dadurch wird man halt Wärme und da der Körper sonst überhitzen würde, kühlt er sich selbst ab. Also ist falsch. Ja. Du hast doch Biologie. Ja, du kannst doch mal ein bisschen Menschen, was erklären. Du schwitzt zum Beispiel auch voll viel im Sommer, obwohl du keine. Ja, wir haben auch nicht viel Kondition. Ja, doch, du hast gute Kondition. Ich glaube aber auch eher, dass du musst immer am schnellsten beim Fahrrad fahren. Ja, stimmt. Ich glaube, das kommt nicht auf die Leistung, also nicht auf die Leistung an, sondern auf diese, wie nennt man das, Schweißdrüsen, oder? Heißt ja Schweißdrüsen. Das zum einen, und ich finde aber auch, es kann auch natürlich auch ein Aberglaube auch sein, wenn man etwas mehr Gewicht hat, als man quasi benötigt. Und dann hat man ja quasi halt eben Fettreserven, ne? Und dann neigt man, glaube ich, auch eher ein bisschen dazu, schneller zu schwitzen. Ja, und wenn man ja, sag ich mal, zunimmt, dann dehnt sich auch die Haut. Und dann kann es ja auch sein, dass die dann auch sich so dehnen, dass dann mehr Schweiß ist. Also ich finde das falsch. Ich spiele ja selber in einem Fußballverein. Mhm. Und da schwitze ich halt öfter. Aber ich kann halt noch, also ich habe noch die Ausdauer dafür.
Also finde ich, dass falsch ist. Ich sag mal, wenn ich schwitze, dann beginnt der Körper ja auch an zu arbeiten. Weil dann tue ich ja was. Wenn ich nicht schwitze, dann habe ich zu wenig gemacht. Genau, also falsch. Ja. Mit Schwitzen hat jeder so seine Erfahrung. Aber ist es jetzt wahr, dass man bei schlechter Kondition mehr schwitzt? Oder falsch? Dass Bewegung Wärme erzeugt, kennen wir. Wenn wir frieren, fangen wir an zu zittern, um den Körper vor Unterkühlung zu schützen. Auch Schwitzen schützt den Körper gegen Überhitzung. Denn unser Schweiß besteht zu 99% aus Wasser. Beim Verdunsten kühlt er die Haut und damit den Körper. Wer sich viel bewegt, erzeugt viel Wärme und damit viel Schweiß. Aber warum schwitzen dann vor allem Sportmuffel, während gut Trainierte immer aussehen wie aus dem Ei gepellt? Das stimmt aber echt. Das liegt daran, dass der Sportler sich weniger anstrengt bei gleicher Leistung. Darum produziert er bei gleichem Training auch weniger Wärme und weniger Schweiß. Doch wann genau beginnt die Schweißproduktion? Studien haben das verglichen. Sportler und Sportmuffel sollten dazu an ihre Leistungsgrenzen gehen. Im direkten Vergleich schwitzten die Sportler früher und auch mehr als Untrainierte. Bei denen setzte die Schweißproduktion deutlich später ein. So nachschwitzen, krass. Ja, nee, auch nicht. Das ist interessant. Sportler mit viel Ausdauer reagieren bei Höchstleistungen schneller gegen das Überhitzen ihres Körpers. Schwitzen ist also kein Zeichen für schlechte Kondition. Der Spruch ist falsch. Ja, geil. Wir sind halt schlau. Ja. Applaus für uns alle. Ne? Großer Applaus. Denn alle wussten, dass es falsch ist, zu glauben, dass Schwitzen für schlechte Kondition steht. Der nächste Spruch scheint da schwieriger. Wer viele Muskeln will, braucht viel Eiweiß. Wahr oder falsch? Hey, scheiße, das geht ja da noch ziemlich in den komplexen, intensiven, medizinisch-physiologischen Bereich. Verdammt nochmal. Das ist definitiv richtig. Ich würde sagen, einfach Eier, generell Proteine, sind ja essentiell, damit der Muskel auch wachsen kann. Ich esse so meistens so 4 Eier pro Tag. Echt? Ja. Ja. Okay. Das Problem ist ja auch, wenn du zu viel Eiweiß nimmst, ist auch nicht gut. Dann hast du halt Blähungen und alles. Ja, das ist kontrovers, ne? Weil ich zum Beispiel, ich bin selber Vegetarier und da ist das immer so eine große Debatte mit dem Eiweiß. Also ich war noch nie im Fitnessstudio, das ist das Ding. Ich war mal angemeldet, aber bin nie gegangen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe gar keine Muskeln. Ich gehe gar nicht trainieren. Ich bin zwar mal 1-2 Monate gegangen, aber... Eiweiß ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Es geht aber auch ohne. Ich glaube, ein Teil davon ist richtig, ein Teil davon falsch. Ich glaube, auch ohne Eiweiß konnte man Muskel aufbauen. Deswegen bin ich mir da nicht so einig. Aber hier steht die Frage, wer viele Muskeln braucht. Nicht nur einfach Muskeln. Ja, das geht. Ja. Ne? Es gibt ja auch normal halt Menschen, die gar nicht trainieren und die haben trotzdem Muskeln. Ja, ja. Ja, okay. Ne? Ich würde sagen, dass es richtig ist. Ich glaube, die haben mich jetzt überzeugt mit deren Aussage. Dann sage ich jetzt mal auch richtig. Einige Diskussionen beim Thema Eiweiß und Muskeln. So, dann gucken wir mal, was Antwort ist. Viele Muskeln durch viel Eiweiß. Ist das wahr oder falsch? Muskeln bestehen zu einem großen Teil aus Eiweiß. Und dieses Eiweiß muss tatsächlich über die Nahrung aufgenommen werden. Wichtig ist dabei die Zusammensetzung der Proteine. Eiweiße sind aus Aminosäuren aufgebaut, von denen es 20 verschiedene gibt. Aminosäuren kann der Körper auch selber bilden, aber nicht alle. Diese 9 essentiellen Aminosäuren müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Darum ist es nicht nur wichtig, dass man Eiweiß isst, sondern auch welches. Ich wusste nicht, dass es so viele Eiweiße gibt, aber ist gut zu wissen. Echt interessant. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, Eiweiß ist Eiweiß, sag ich ehrlich. Dachte ich auch. Ja. In tierischen Lebensmitteln steckt oft schon das ganze Spektrum aller 20 Aminosäuren. Aber auch mit vegetarischer Kost lässt sich der tägliche Bedarf gut decken. Die pflanzliche Nahrung sollte dann auch wirklich alle essentiellen Aminosäuren in Gemüse, Nüssen oder Hülsenfrüchten enthalten. Wissenschaftlich gesehen ist es egal, ob die Proteine von Tieren oder Pflanzen stammen.
dann kannst du auch als Veganer Muskeln aufbauen. Du musst es am besten wissen. Du bist Veganer. Am besten sind Nüsse. Ja. Da ist ziemlich viel drin. Es gibt genug Tiere, die sich nur pflanzlich ernähren und die trotzdem jede Menge Muskeln haben. Also, wenn es in der Tierwelt funktioniert, warum soll es nicht auch bei Menschen funktionieren? Erwachsenen wird empfohlen, pro Tag 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen. Das bedeutet für einen Mann, der 80 Kilogramm wiegt, 64 Gramm Eiweiß täglich. Für eine normalschwere Frau 48 Gramm Eiweiß am Tag. Das reicht zum Erhalt der Muskelmasse. Aber wie sieht es aus bei Sportlern, die Muskeln aufbauen wollen? Ja, die müssen extra Protein nehmen. Wer mindestens 5 Stunden in der Woche trainiert und Muskeln aufbauen will, braucht mehr Eiweiß. Experten für Sporternährung empfehlen 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also fast doppelt so viel wie zum Muskelerhalt. Viel hilft also tatsächlich viel. Aber wie viel Eiweiß nehmen wir im Durchschnitt auf? Studien zufolge deutlich mehr, als wir für den Muskelerhalt benötigen. Doch um Muskeln aufzubauen, reicht das nicht. Darum greifen viele zu Eiweißriegeln oder Shakes. Die sind nicht nur teuer, sondern auch unnötig. Denn Sportler können die extra Eiweißration locker mit einem Steak oder 150 Gramm Nüssen zusätzlich abdecken. Ja, vor allem sind diese Proteinshakes oft auch mit zahlreichen Schadstoffen belastet. Die Behauptung, wer viele Muskeln will, braucht viel Eiweiß, ist aber wahr. Ah. Jawohl, wichtig und richtig. Ja. Aber ich habe auch in Bio gut aufgepasst. Ach, guck mal, zahlst du das nicht wieder Wenn mein Bio-Lehrer mir jetzt keine Eins gibt, nachdem er das... Oh. Her mit den Steaks und Nüssen. Gute Idee. Wer viel Muskeln aufbauen will, braucht tatsächlich viel Eiweiß. 85% haben hier richtig getippt. Den nächsten Rat haben viele schon mal befolgt. Bei Muskelkater ist Wärmen besser als Kühlen. Wahr oder falsch? Also eigentlich ist es für den Körper gesund, dass man einen Tag kalt duscht und einen Tag warm duscht, also dass man so einen Wechsel hat. Weil sich die Muskeln so zusammenziehen, wenn es kalt wird, oder wie? Mein Bauchgefühl hat jetzt gesagt, dass es warm Wärmen besser ist. Ich weiß nicht genau warum. Ich denke mal, das ist richtig. Ja, sag mal so, wenn man es wärmt, dann entspannen sich ja die Muskeln. Deswegen würde ich auch sagen, ja. Drücken wir mal. Nee, ist falsch. Ja, also ich kenne das so, dass man halt quasi die Muskelgruppe kühlt, die man halt auch trainiert. Meistens halt die Beine oder den kompletten Oberkörper oder so. Aber den Grund jetzt wüsste ich so nicht. Ja, definitiv. Ich habe fast Spannungsprobleme. Ich weiß es. Safe. Ja, ich würde definitiv auch ja sagen. Safe. Ich habe auch gehört, dass Wärme gut für den Muskel ist. Deswegen ja. Ich würde sagen ja, weil immer wenn ich Muskelkater habe, dann gehe ich ein bisschen warm duschen. Alles gut. Ja, das kenne ich auch vom Fußball. Und ich glaube, ich bin dagegen. Ich glaube, kühlen hilft besser und schneller. Weil bei uns ist das so, nach dem Training kühlen wir uns halt mit kühlen Wasser ab. Und da geht es halt schneller, damit die Muskelkater schneller weggehen oder Muskelschmerzen. Weil am nächsten Tag spielen wir meistens ein Fußballspiel gegen einen anderen Verein. Und ja, da geht es halt auf Top-Niveau. Da würde ich jetzt sagen, dass das richtig ist und dass das kein Mythos ist. Einfach aus dem Prinzip, dass sich der Muskel, wenn er wärmer ist, einfach viel mehr entspannen kann. Ich würde ja sagen, am besten ist einfach direkt weiterzumachen, also weiter Sport zu machen. Das ist ja nicht die Frage. Ja, aber wenn man Sport macht, dann wird einem warm. Also ist vielleicht Wärmen logischer. Beim Trainieren wird der Muskel ja gereizt, sprich die Fasern reißen auf. Und ob diese Wärme den Heilungsprozess besser macht? Also ich würde mal sagen, ist ja, ist richtig, weil sie wahrscheinlich durch die Wärme schneller zusammenwachsen. Ja. Würde ich mal behaupten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, dass bei manchen Menschen Wärme besser gegen Muskelkater hilft und bei manchen aber auch so Kälte gegen Muskelkater. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber vielleicht bei Frauen ist das anders als bei Männern. Nein. Ich glaube, das Wärmen fühlt sich besser an, aber wenn man das abkühlt, geht das schneller weg. Fühlt es sich nur besser an? Oder hilft beim Muskelkater Wärmen besser als Kühlen? Ist das wahr oder falsch? Muskelkater hat man meist nach ungewohnten Bewegungen oder intensivem Training. Die Muskeln fühlen sich steif und kraftlos an. Nach 1 bis 3 Tagen beginnt der Schmerz meist und dauert dann bis zu einer Woche. Früher dachte man, Laktat, bekannt als Milchsäure, sei schuld. Die sollte den Muskel übersäuern
und zu den typischen Schmerzen führen, hieß es lange. Ja, das wusste ich auch mit der Milchsäure in den Muskeln, aber ich wusste nicht, ob das stimmt oder nicht. Doch die Laktatlevel sind bei Bewegungen, die häufig Muskelkater verursachen, wie Berg- oder Treppablaufen, eher gering. Und Sportler mit hohen Laktatwerten haben oft gar keine Beschwerden. Zudem wird die Milchsäure schnell wieder abgebaut. Der Muskelkater hingegen setzt erst nach Tagen ein. Heute geht man davon aus, dass Muskelkater eine andere Ursache hat. Feine Risse in den Muskelfasern. Genauer in den sogenannten Z-Scheiben zwischen den Muskelproteinen. Die Verletzungen durch die Risse werden von Entzündungszellen wieder repariert. Das dauert etwa 3 Tage. Bis dahin schmerzt der entzündete Muskel, der angeschwollen ist. Eben der typische Muskelkater. Was aber hilft nun gegen den Muskelkater? Die warme Wanne oder die Eistonne? Das ist jetzt die Frage. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Warm. Das haben Forschende in den USA untersucht. Sie ließen 100 junge Männer trainieren. Dann unterteilten sie sie in 5 Gruppen. Gruppe 1 kühlte ihre Muskeln direkt nach dem Training. Gruppe 2 erst am nächsten Tag. Gruppe 3 wärmte ihre angestrengten Muskeln direkt. Gruppe 4 wärmte erst am nächsten Tag. Die Kontrollgruppe machte nichts. Ja, okay, das ging ja nicht. Ja. Ich aber auch. Das Ergebnis? Ohne jede Maßnahme, also in der Kontrollgruppe, waren die Schmerzen über 3 Tage am heftigsten. Die Gruppen, die ihre Muskeln wärmten, hatten weniger Schmerzen. Kälte allerdings hatte einen noch stärkeren Effekt. Und der war umso größer, je rascher nach dem Training gekühlt wurde. Nach dem Laufen immer schön kalt abduschen. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, aber gut ist zu wissen. Dann hat sich das ja hier schon gelohnt für mich. Man muss direkt in so eine Eistonne. Da hat Per Mertes Acker auch gesagt. Auch am besten, ja, am besten in den See springen einfach. Ich hab mal dran gedacht. Dass Wärmen besser gegen den Muskelkater hilft als Kühlen, ist also falsch. Ey, du bist so schlau, Junge. Der ist echt schlau. Ab in die Eistonne. Dass die Eistonne bei Muskelkater besser hilft als Wärme, wussten 60% in unserer Umfrage. Zuletzt noch eine schwere Muskelfrage. Muskeln haben ein Gedächtnis, wahr oder falsch? Ja. Boah. Was sagst du? Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht. Scheiße, das ist schwer. Was meinen die so mit Gedächtnis? Das ist jetzt eine philosophische Frage. So es gibt doch haben die nicht gerade erklärt, es gibt Gedächtniszellen oder so? Boah, das weiß ich echt nicht. Also DNA speichert sich, glaube ich, in den Zellen ab, oder? Also das ist so Erbinformation. Ich glaube nicht. Die wollen uns austricksen. Aber jetzt sind wir zu viel, ey. Haben wir nicht einen Telefonjoker? Ja. Können Maxi oder Kai oder so anrufen? Hallo Kai. Kai, wir haben 10 Sekunden Zeit. Muskeln haben ein Gedächtnis, ja. Wahr oder falsch? Ist das richtig oder falsch? Ja, ich denke schon. Also durch Gedächtniszellen? Nein, weil sie sich, ich google schnell. Nein, das darfst du nicht. Okay, du sagst ja. Okay. Danke. Muskeln haben ein Gedächtnis. Also ich sehe halt so, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Muskelriss habe oder irgendwas, der merkt sich das, ja. So denke ich halt, weil egal welche Zelle, ob es ein Organismus irgendwas ist, die haben ja irgendwelche Gedanken. Ja. Muskeln haben ein Gedächtnis. Das ist aber so ein Ausrufezeichen. Ja, und das Ding ist, ist das dann wiederum das Hirn oder ist es tatsächlich wirklich rein die Muskeln? So haben die doch Gedächtnis, oder? Die Muskeln, ich glaube schon. Du glaubst schon. Ich sag ja. Ich sag auch ja. Ich sag nein. Muskeln haben ein Gedächtnis. Ist das wahr oder falsch? Werden Muskeln nicht beansprucht, baut der Körper sie relativ schnell ab. Schon eine Woche im Bett verringert die Muskelmasse um gut 10%. Aber erinnern sich Muskeln wirklich an ihre Höchstform? Forschende aus England haben das an Sportmuffeln untersucht. Sie haben zuerst ihre Muskelstärke gemessen und Gewebeproben entnommen. Dann mussten die Probanden 7 Wochen lang intensiv trainieren. Danach wurde erneut gemessen. Die Beinmuskeln nahmen in den 7 Wochen 6,5% an Masse zu. Die Kraft stieg um 9,3%. Es folgte eine Pause von 7 Wochen, ohne Training. Muskelmasse und Kraft bauten sich, wie zu erwarten, ab. Wieder mussten die Versuchsteilnehmer trainieren, 7 Wochen lang. Ergebnis? Jetzt hatten sie 12% an Masse und 18% an Kraft zugelegt. Fast doppelt so viel wie in der ersten Trainingsphase. Boah, dann ist das Gedächtnis aber krass.
Weil wenn das sich das verdoppelt hat. Doch warum? Die Untersuchung der Gewebeproben ergab, dass ohne Training die DNA durch Marker blockiert war und deshalb bestimmte Genabschnitte, die für das Muskelwachstum verantwortlich sind, nicht abgelesen werden konnten. DNA, was hat was mit DNA zu tun? Das ist jetzt natürlich wiederum ein ganz anderer Bereich, das, ne? Das finde ich gerade krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe ich im Moment, habe ich sogar im Bio. Nach der Trainingsphase hingegen waren die Marker weg. Und so die Gene aktiv, die für das Muskelwachstum zuständig sind. Und das blieben sie auch nach der 7-wöchigen Pause. Der Effekt? Sobald die Probanden wieder trainierten, wuchsen die Muskeln schneller und stärker wieder an. Das ist der Muscle Memory Effekt, also Muskelgedächtnis, wie das Experten nennen. Dass Muskeln ein Gedächtnis haben, ist also wahr. Ich hatte das Wort sogar auf der Zunge, aber ist mir leider nicht eingefallen. Muscle Memory Effekt. Bin ich dann zu sehr ins Detail gegangen. Naja. Na egal. Ja. 4 von 5 Punkten. Super Bilanz, würde ich sagen. War richtig. Woo! War richtig. Ja, super. Woo! Richtig. Ja. Super. Alle richtig. Auch wenn nicht alle die Hintergründe kannten, lagen hier 90% richtig und tippten auf wahr, dass also Muskeln ein Gedächtnis haben. Es gibt noch viele Gesundheitsmythen. Fortsetzung folgt. Ui, das war spannend. Findet ihr auch? Dann lasst uns in den Kommentaren an euren Gedanken und Gefühlen teilhaben. Hier gibt es noch 2 weitere Videos von uns. Und vergesst nicht, auf Abonnieren zu klicken und die Glocke.